Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es um den Beweis, also den Sicherheitsbeweis, nicht den Correctness-Beweis, den haben wir letztes Mal schon gemacht, zu dem D-Log-Einmal-Signaturverfahren, das wir uns letztes Mal angeguckt haben. Wenn ihr nicht wisst, was ich da letztes Mal gemacht habe, wenn euch das hier gerade spanisch vorkommt oder chinesisch oder was auch immer, dann schaut euch dringend das Video in der Playlist davor an, ansonsten könnt ihr jetzt gerne dabei bleiben. Okay. Also, wir machen mal wieder einen wunderschönen Reduktionsbeweis. Ein Reduktionsbeweis, ich schiebe das hier mal hier runter und mache den Reduktionsbeweis an die... Obwohl, das wird nicht reichen vom Platz, dann mache ich das doch vielleicht hier oben. Ein Reduktionsbeweis, für die, die es nicht mehr wissen, sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier einen Challenger C, wir haben einen Angreifer A und der Challenger C, der liefert uns als Mittelsmann sozusagen, also als B, weil... Zwischen A und C liegt offensichtlich ein B. Wir sind sozusagen hier dieses B und wir benutzen einen Angreifer A, den wir jetzt einfach mal als gegeben annehmen. Der bricht dieses Verfahren hier. Wir nehmen einfach an, dass es so einen Angreifer gibt, der dieses Verfahren hier, dieses D-Log-basierende Verfahren bricht. So, und dann benutzen wir unser B, also wir benutzen diesen Angreifer A, um irgendwas zu brechen, was uns C vorgibt. In dem Fall wird es das D-Log-Problem sein, von dem wir annehmen können, dass es nicht brechbar ist. Das heißt, wir tun was als B, was nicht möglich ist, indem wir einfach nur alles korrekt machen und A benutzen und A bricht dieses Verfahren. Dadurch haben wir einfach mal schon sowas gegeben wie, naja, wenn A existiert, also dieses Verfahren brechbar ist, dann können wir auch das D-Log-Problem brechen, was offensichtlich nicht geht, weil es eine Annahme ist und deswegen ist das Verfahren sicher, weil es eben so ein A nicht geben kann. Das ist im Prinzip das Grundspiel oder der Grundgedanke dahinter. Zwischen diesen beiden hier, also zwischen C und B, werden wir jetzt das D-Log-Spiel spielen und das hört sich sehr verspielt an, naja, egal. Und zwischen A und B werden wir das Signaturverfahren hier, also das hier, spielen. Okay, machen wir das Ganze mal und ja. Genau, was wir hier von unserem C, also unserem Challenger C bekommen als B, ist eine Instanz des D-Log-Problems. Naja, eine Instanz des D-Log-Problems ist jetzt einfach mal folgendes. Ein Y und ein G, also ein Generator G. Und Y, dafür sollen wir dann am Ende eben X ausgeben, also G, sodass eben G hoch X gleich Y ist. Ich schreibe gerade mal hin, g hoch x gleich, ach komm schon, g hoch x gleich y und wir kriegen aber nur dieses y. Wir haben keine Ahnung, was x ist und wir wollen x haben und dem Challenger wiedergeben. Okay, so was macht jetzt unser b hier? Naja, der definiert sich erstmal ein paar Variablen, das schreibe ich jetzt tatsächlich ausführlich hin, damit wir hier dieselbe Notation haben wie hier oben. Wir sagen erstmal h, also das h aus unserem Signaturverfahren hier. Ist dasselbe wie y. Ups. Also dieses y, was wir hier vom Challenger bekommen haben. Dann sagen wir, wir berechnen uns c als... Achso, ja, bevor wir das machen, bekommen wir natürlich noch von unserem a. Wir spielen gerade das EUFNACMA-Spiel. Das heißt, der Angreifer a darf uns nach einer Signatur, weil wir im Einmal-Signaturverfahren sind, darf uns nach einer Signatur fragen, nach nicht mehr. Und er darf sich selbst die Nachricht auswählen, aber er muss die Nachricht anfragen, bevor er unseren Public Key gesehen hat. Das kommt uns sehr krass zugute, wie wir gleich sehen werden, weil wir hier die Nachricht eben zur Berechnung von C brauchen. Auch wenn das jetzt ein bisschen komisch aussieht, aber wir wollen sozusagen W nicht definieren. Also, wir sagen jetzt, wir tricksen hier echt megamäßig rum, aber das ist in Ordnung. Für A, A merkt es nicht und wir sind cool. Er gibt uns sozusagen ein M, für das er eine Signatur haben möchte. Und jetzt sagen wir, okay, wir benutzen einfach dieses M und berechnen unsere Signatur zufällig. Also wir definieren uns sozusagen unsere Signatur. Dieser Pfeil bedeutet wieder mal zufällig. Als zufällig aus allem, was gültig ist. Ich schreibe jetzt hier einfach mal nur random hin oder Rand. Dann passt, naja, Rand passt auch nicht mehr in eine Zeile. Dann muss ich das hier breiter machen. Okay. Also wir berechnen uns, oder wir ziehen uns unsere Signatur Sigma einfach zufällig, weil wir einfach keine Instanz dieses Problems haben und berechnen uns sozusagen unser W passend, sodass es eben eine gültige Signatur ist. Das können wir machen, weil wir ja das Signaturverfahren hier stellen.
Okay, wir sagen also, dass C G hoch, G hoch M mal, ist das jetzt, ja, das ist ein richtiges Mal, H hoch Sigma. Nein, nicht unten, oben. So, also G hoch M mal H hoch Sigma. So, jetzt sehen wir hier G hoch, in unserem Signaturverfahren, G hoch M mal H hoch Sigma ist offensichtlich ein gültiges C, weil wir es quasi so berechnet haben, wie es in Verify stehen muss. Also so, dass es auf jeden Fall passend ist. Wir kennen aber W selber nicht mal. Interessiert uns nicht, brauchen wir auch nicht. Gut, was machen wir jetzt? Wir schicken unseren Public Key, also den Public Key G, H und C. H ist das Y-Element und C haben wir uns so berechnet, dass alles in Ordnung ist. Das schicken wir jetzt an unseren Angreifer zurück. Also G, H und C schicken wir an unseren Angreifer A. Und ich schiebe das jetzt mal noch ein bisschen hier höher, damit wir es auch noch super haben. So, und jetzt macht unser Angreifer irgendwelche Magie im Geheimen und liefert uns offensichtlich, weil er A dieses Verfahren bricht. Wir nehmen ja einfach an, dass A existiert, auch wenn er es eigentlich gar nicht kann. Und liefert uns ein M-Stern und ein Sigma-Stern, sodass eben C gleich, weil für dieses M-Stern, Sigma-Stern, wenn das eine gültige Signatur ist, dieses Sigma-Stern für M-Stern, dann ist offensichtlich auch die Verify-Gleichung erfüllt. Und da wir annehmen, dass A erfolgreich ist, muss das eine gültige Signatur, also Sigma-Stern muss eine gültige Signatur für M-Stern sein. Das bedeutet, diese Gleichung hier, dieses H hoch Sigma, das ist offensichtlich auch gültig. Allerdings können wir hier sagen, H hoch M Stern und G hoch M Stern und H hoch Sigma Stern. So, jetzt haben wir hier sozusagen eine zweite Signatur und jetzt sehen wir auch gleich, warum das Verfahren nicht sicher ist für mehr als eine Signatur. Wir benutzen jetzt einfach diese zweite Signatur. Merkt bitte, wir haben keinen Secret Key, wir haben nichts von X oder W, wir haben gar nichts, aber wir haben eine zweite Signatur, die gültig ist. Und deswegen können wir uns jetzt da draus unseren Secret Key wieder rausrechnen. Und deswegen darf man das Verfahren auf keinen Fall mehr als einmal benutzen, denn ansonsten könnte man hier tatsächlich einfach den Secret Key rausrechnen aus der zweiten Signatur. Okay. So, wie wir offensichtlich sehen können, ist hier C gleich G hoch M mal H hoch Sigma, also das, was wir berechnet haben, und C ist gleichzeitig G hoch M Stern mal H hoch Sigma Stern. Das bedeutet aber, dass wir eine Gleichung haben, weil C ist ja immer noch gleich C. Also das hier ist gleich, und das sollte jetzt nach unten, Sekunde, ich hab's gleich. Hier einfach den Stern raus und da den Stern raus. Das ist eine Gleichung, die ist gültig, offensichtlich, weil ja C gleich C ist. So, das ist schon mal schön, damit kann man was anfangen. Wir machen jetzt einfach Folgendes. Wir wissen, dass H, so haben wir es hier oben definiert und so haben wir es ja auch hier eigentlich definiert, wir wissen, dass H gleich g hoch x ist. Also sagen wir hier wieder, aus h kann ich g hoch x mal, g hoch x mal Sigma Stern machen. Und hier aus h kann ich auch g hoch x mal Sigma machen. Genau, so. Und jetzt kann ich das Ganze wieder zusammenfassen, also wieder mal rumjonglieren mit ein bisschen Exponenten und so. Aus dem mache ich einfach ein Plus, weil es ja offensichtlich dieselbe Basis ist. Hier mache ich auch ein Plus draus, ist ja immer noch dieselbe Basis. Und jetzt habe ich hier im Prinzip g hoch m Stern plus dem Ganzen ist dasselbe wie das hier. Jetzt kann ich einfach sagen, okay, in dem Fall, weil ja g ist ja gleich g, kann ich auch sagen, ich würde jetzt dadurch teilen oder ich sage einfach direkt, ich ziehe hier meinen Logarithmus. Den muss ich nicht mal selber berechnen können, den kann ich einfach in der Theorie berechnen. Das hier runter und das hier auch weg. Und das hier auch runter, das war jetzt einfach eine Gleichungsumformung, das darf ich machen. Und jetzt steht hier M Stern plus X mal Sigma Stern, das sieht man jetzt leider nicht so ganz so toll, ist gleich M plus X mal Sigma. Also hier, das hier sind keine Malsternchen, sondern das sind Sternchen für Sternchen. Ja, und jetzt habe ich eine Gleichung. Das bedeutet, ich kann alles rechnen, so wie ich das möchte. Wir schicken jetzt also an unseren A zurück, an unseren Challenger zurück, dass, ja, Textbox, x gleich m minus m Stern geteilt durch
Sigma Stern minus Sigma. Wenn wir die Gleichung einfach nach x auflösen, ist das quasi die Lösung unserer Gleichung. Und wenn wir das jetzt hier zurücksenden, dann ist x offensichtlich der Form, dass g hoch x gleich y wäre. Und damit haben wir das D-Log-Problem gelöst, ohne selbst irgendwas Besonderes gemacht zu haben. Wir haben nur einmal mehr eine Signatur bekommen, die gültig war. Das heißt, wir haben aus dem Einmal-Signaturverfahren hier ein Zweimal-Signaturverfahren gemacht und haben dadurch gesehen, es ist nicht mehr sicher. Das ist im Prinzip der ganze Trick dabei und deswegen solltet ihr dieses Verfahren hier auch auf keinen Fall mehr als ein einziges Mal einsetzen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, das war eigentlich der ganze Sicherheitsbeweis. Also dadurch, dass eben das hier möglich ist und wir annehmen, dass das D-Log-Problem schwer ist, dadurch können wir sagen, so ein A kann es nicht geben, weil der könnte dazu verwendet werden, das D-Log-Problem zu brechen und zwar direkt. Ohne irgendwelchen Hokuspokus und ja, dadurch kann es dieses A nicht geben, also ist unser Verfahren sicher, wenn das D-Log-Problem sicher ist und das ist einfach eine feste Annahme, die wir immer treffen können. Okay, super, das war's von meiner Seite mal wieder, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!